Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt auf Gamers Check LP, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und wir zocken zusammen The Elder Scrolls Online. Und mit von der Party ist der Blue Hunter. Moin moin. Und der liebe Revano von Revano LP. Hallo. Ja, der Link zu Revano LP findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, ihr könnt ja auch so mal auf seinem Kanal vorbeischauen. Das Projekt wird er leider erst später mit aufzeichnen können, weil ihm noch die Aufnahme, das Aufnahmeprogramm fehlt. Und deswegen wird dann später mit der Aufnahme einsteigen. Aber ihr könnt euch ja trotzdem mal bei Revano auf dem Kanal umgucken. Und ja, vielleicht gefällt es euch ja. So, jetzt sind wir hier in der Charakterauswahl. Und was haben wir denn? Wir haben hier das Geschlecht. Ich nehme natürlich männlich, weil ich bin nun mal ziemlich männlich. Ziemlich? Okay. Kann man denn hier... Oh, guck mal, nackt. Achso. So sieht er nackt aus. Achso, okay. Stimme anhören. Keine Ahnung. Pff. Ich kann mich irgendwie... Ich glaube, ich nehme das. So, okay. Welche Allianz gehen wir denn? Müssen wir denn in der gleichen Allianz sein? Am besten, ja. Das ist vielleicht am besten. Okay, dann lese ich mal hier vor. Wir haben das Dolchsturzbündnis. Umgeben von Feinden schlossen sich Bretonen, Rotwardonen, oh Alter, und die Orks der, jetzt geht das hier wieder los mit übelsten Wörtern, Iliak-Bucht zum Dolchsturzbündnis zusammen. Sie kämpfen, um ihre Völker zu beschützen und wenn möglich ganz Tamriel von den düsteren Mächten zu retten, die es bedrohen. Was haben wir denn dann noch? Düsteren, ja. Dann haben wir die, du kannst doch gerne vorlesen, lese vor. Im Glauben, dass sie können der Bedrohung Tamriels entgegentreten, gründeten die alten Völker das alte Meridominion. Hochelfen, Waldelfen und die katzenhaftigen Khajiit haben eine Allianz aus Mystik, List und Wildheit geformt. Gut, du hast jetzt aber auch nicht nur ein
ein Wort dazwischen gehabt, das hatte ich auch rausgehauen, du Neger. So, dann haben wir noch der Ebenherzpakt. Dein Einsatz? Ich? Lass doch Blue jetzt vorlesen, der kann sich auch mal blamieren. Nee. Okay, der Ebenherzpakt wurde im Krieg geschmiedet, als der Osten Tamriels von den Akaviri heimgesucht wurde. Die Nord aus Himmelsrand, die dunkle Elfen aus Morrowind und freie Argonier stellten sich dem Gegner gemeinsam. Nach dem Sieg blieb der Pakt bestehen, um neuen Gefahren die Stirn zu bieten zu können. Um neuen Gefahren, ja. Okay, welche Allianz nehmen wir denn dann? Die sehen, kann man dann, warte mal, hier unten kann man dann beim Volk. Ah, okay, das also kann man sich persönlich, dann. Ich persönlich finde das Ebenherz packt geil, weil das ein Drachenkopf ist, also dieses Symbol dazu. Das sieht eigentlich schon echt episch aus. Aber, ja, was mir halt da dran nicht gefällt, ist, dass alles so echsenartige Viecher sind. Ja. Also mir gefällt die Alt-Meri-Domination am besten, weil das alles irgendwie Menschen sind. Außer der erste. Nee, doch nicht, dann war das der Deutsch, oder? Ist ich hab keine Ahnung. Ich höre nichts mehr. Deutschsturz. Deutschsturz sind so menschliche Leute. Orks und so. Was nehmen wir denn? Ich höre euch nicht, wer sagte zu mir, sagte zu uns und ist weg. Ja. Also Rivado ist halt echt der Knüller, wenn es um Zocken angeht. Okay, ja, hängen wir hier wieder fest an den Allianzen. Hallo, ich bin wieder da. Das ist schön, ja, genau. Ich sag die ganze Zeit, hallo, seid ihr noch da? Hallo, alles weg. Ich bin, war gerade, der TS hat gerade gesagt, der Moller sagt die Echsen bitte. Ey, da hab ich aber, ich muss jetzt die ganze Zeit dann mit diesen Dingen spielen und da hab ich hab keinen Bock auf Echsen, echt. Ich möchte also einen Mensch kein haben. Ebenherz. Ich möchte einen Mensch haben. Ja, die Ebenherz, also die Allianz hat doch nichts dazu damit zu tun, welche Rasse wir sind oder nicht. Na doch, du hast unten bloß verschiedene komische Völker. Onkel bei Ebenherz. Ja, komm, wir nehmen die Ebenherz, weil Rivano das gerne möchte und da kann man sich ja auch einen menschlichen so, okay, wir haben hier einen Dunkelelf, wir haben einen Nord und wir haben einen Argonier. Also ich sag ja, ich bin ein Mensch, ich möchte auch gerne einen Menschen spielen. Ne? Und deswegen, ja, tut mir leid, also ich muss jetzt die ganze Zeit mit dem Typ rumrennen und da habe ich auch keine Lust. Warte mal, ich kann neun Völker auswählen. Hast du nicht neun Völker? Nee, ich hab drei. Ich hab ja. Bretonen. Pro Allianz gibt's drei Völker. Richtig. Okay, weil ich immer noch alle neuen auswählen kann, obwohl ich Allianz gemacht habe, hier Ebenherz. Hast du denn die Ebenherz-Allianz auch bestätigt? Ja, hab ich. Und ich kann alle neuen immer noch auswählen. Keine Ahnung. Ich bin nämlich auf Ork. Huch, nein, auch nein. Oh, jetzt hab ich zurückgedrückt. Ja, ich bin Vollidiot. Hoch 3. Sehr merkwürdig. Ich hab zurückgedrückt. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Vollidiot. Ey, hoffentlich kommt jetzt nicht hier wieder irgendwie warten. Ey, muss denn immer so eine Kacke passieren? Oh Mann, ey. Ja, jetzt kommt nochmal hier. Warte mal, was können wir bestätigen? Okay, sorry. Ja, ist genauso, wie es beim X drücken. Oh Mann, ey, das ist schlimm. Okay, willst also wir haben die Ebenherz-Kacke-Döns. Was? Was? Nord wollten wir haben. Und welche Klasse nehme ich denn? Das ist ja jetzt sowas. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben die Drachenritterin, diese geschickte Meister der Waffen nutzen, die uralte akavische Kampfkunst-Tradition des Kampfgeists und ziehen mit furchteinflößender Magie in den Kampf. Die erdrückt, zersplittert und die Welt um sie herum physisch verändert. Dann haben wir eine Zauberin. Ja, Zauberin ist klar, brauchen wir jetzt nicht vor. Ja. Zauberin zaubert, Nachtklinge. Die Nachtklingen sind Abenteurer und Opportunisten mit der Gabe, Ärger heraufzubeschwören.
und diesen wieder zu entgehen. Sie setzen auf Verstohlenheit, Klingen und Geschwindigkeit. Nachtklingen profitieren von Konflikten und Missgeschicken, indem sie sich auf ihr Glück und Geschick verlassen, um zu überleben. Und die Templerin oder Templer, diese wandernden Ritter rufen die Mächte des Lichts und der sinkenden Sonne an, um ihren Gegnern massiven Schaden zuzufügen, während sie bei ihren Verbündeten Leben, Magicka und Ausdauer wiederherstellen. Also wär's gut, seid ihr überhaupt noch da? Ja. Ja, hallo. Grüße aus der Bundeswehr. Schreibt gerade Nightwolf. Okay. Ich wollte eigentlich männlich sein. Gut. Also es wäre vielleicht sogar gut, wenn einer ein Templer wäre, ne? Weil der. Also ich bin jetzt auf jeden Fall ein Drachenritter. Du bist ein Drachenritter. Weil unten hab ich dieser, schon angeklickt, ja. Weil unten, dieser weil unten dieser Templer, der kann Leben und Ausdauer und sowas wiederherstellen. Aber ich möchte den nicht haben. Ich finde, die Nachtklinge klingt ganz gut. Ich möchte die Nachtklinge. Das ist so ein Dieb, ist das. Rumschleichen und sowas. Ich würde dich gerne nachnehmen. Boah, das klingt ganz gut. Muss ich sagen. Warte mal, lass mich raten. Blue nimmt einen Zauberer, oder? Nö, dann hole ich ihm einen Templer. Echt? Gut, so. Dann... Du bist der Medizinmann. Okay, dann Körperbau. Körperbau können wir jetzt hier ein bisschen anpassen. Oh, das lädt sehr lang nach. Könnt ihr schon, habt ihr schon Namen bestätigt? Ich bin gerade noch bei Körperbau. Achso, okay. Was haben wir denn hier? Guck mal, stattlich. Ja, so sieht's original wie Onkel aus. Ja, ich würde sagen, komm, so ein bisschen so. Original Onkel. Vorschau Veteran. Nackt. Kannst du dein Gesicht noch einfügen, ja. Da? Ja, Onkel, wenn du mit dem rechten Stick so hoch drückst, zoomt der ja ran. Kannst du ja besser anschauen. Ja, okay. Okay, Körper, reicht schon, Körpergröße. Naja, reicht schon. Hautfarbe, ja, ich würde schon gern. Narben und Bemalungen. Ja, das Erstellen eines. Warum kann. Passiert da überhaupt was? Ach, hinten dran. Ah, am Arsch. Am Rücken. Am Arsch. Ja. Hier so kleine Details. Ach du Scheiße. Ich meine, ich mag zwar Tattoos. Aber irgendwie sieht das als einziges ein bisschen sinnvoll aus. Der Rest sieht irgendwie total. Na, ja, das sieht auch kacke aus. Komm, ich nehme einfach das. Sieht am normalsten aus. Die Schulterbreite kann man sich auch nochmal extra einstellen. Okay. Ja, man kann alles einstellen. Brust. Ja, ich mache jetzt trotzdem so ein bisschen Bauch. Keine Ahnung, ich. Man kann selbst den Arsch vergrößern. Die Arme, na, keine Ahnung, Hände. Ich, ja, so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass man hier jetzt wieder einen ganzen Tag dran verbringen könnte. Das ist ein Arsch. Ja, aber, naja, komm. Ja, also ich meine, man kann viel verändern, aber so richtig wirklich sehen tut man es jetzt auch nicht. Was ist das? Die Kopfform. Echt jetzt? Kantig. keine Ahnung, ich nehme einfach das. Oh, das Alter. Ganz alt. Ich habe einfach alt hin, ganz alt hin. Verpackt. Narben im Gesicht. Verzierung. Oh ja, Bart ist. Oh. Bart ist natürlich schön. Aria. Cool, ja. Okay. Lasst mich raten, ihr seid schon fertig mit erstellen. Klar, wir ja, warten auf ganz. Ich hab das Spiel schon halb durchgezockt. Die Frisur. Latze, Onkel. Tu es.
Ich weiß nicht, ob man im Spiel dann noch sich dann noch ein bisschen. Also ich will auf jeden Fall Werwolf oder so werden, wenn es das geht hier. Was willst du werden? Ein Werwolf, wenn es das gibt. Ja, man kann ein Werwolf und ein Vampir werden. Oh ja. Yeah. Komm ich schon das ja. Haarfarbe. Oh, Alter. Kania. Gibt's hier nicht einfach schwarz? Oh, gibt's sogar graue Haare. Das würde zu mir auch passen. Oh Mann. Nein, ich mache mich gerade älter, als ich wirklich bin. Oh, wir haben hier unten. Sieht ein bisschen aus wie Til Schweiger. Ist das jetzt gut oder schlecht? Echt? Sieht aus wie Til Schweiger? Okay. Hallo? Aha. Ich guck gerade mal in den Chat. Ja. Kann Revano bitte noch einmal richtig aus dem Bauch arg sagen? Wer hat das geschrieben? Der Sergeant. Also, arg! 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 Alter. Apropos der Sergeant, der hat uns eine Aufgabe gestellt fürs nächste Mal Left 4 Dead. Ja, was denn? Und zwar sollen wir doch bitte... Mit der Pfanne, oder? Ja, genau. Wir sollen die Pfanne suchen, aber er hat noch eins oben drauf gesetzt. Wir sollen bitte beide eine Pfanne haben und dann sollen wir bitte auch gegen die Witch und so kämpfen. Mit der Pfanne. Mit der Pfanne. Ja. Ist der nicht mehr ganz... Ich sag doch, der will uns in die Pfanne hauen. Aber ich hab gesagt, wir nehmen die Herausforderung an. Ja, der Sergeant arbeitet gegen uns, ich merke das schon. Aber, ne? Wir werden jetzt nichts verraten, weil die neue Session ist ja schon am Start, die müsste morgen losgehen. Aber Sergeant, ich sag's mal so, ich lasse den Onkel einfach vorrennen zu der Witch und dann hau ich einfach die Reste kaputt. Einverstanden, Onkel? Ja, komm, tu es. Oh, ey, Alter, was kannst du denn hier noch alles einstellen? Ey, das ist ja krank. Ich geb dir einen Tipp, drück mal auf fertig. Alter Schwede, Ohrenspitzwölbung und was? Nee, ich will aber nicht, ich will ja schon blaue Augen, immer gut. Augengröße. Das Lustige ist, man kann hier irgendwie Streifen auch so richtig wirklich sehen. Was da passiert, sieht man gar nicht. Augenabstand. Das ist wirklich nur minimal. Keine Ahnung, Augenbrauen. Ich komme jetzt auch mal rein und schau mir das online an, was du da so treibst. Ich versuche einfach nur... meine, ey, Augen, Nasenhöhe, ey, leck mich doch am Arsch, das lasse ich jetzt alles. Lippenfülle, Mundkurve, ey, nee, komm hier, fertigstellen, zack. Name eingeben, achso, jetzt habe ich ja hier, genau, so nennen wir uns einfach wie immer. Ungültige Zeichen, oh. Wie habe ich das sonst aber gesagt, machen wir es so. Obwohl es vielleicht sogar clever wäre, wenn ich mich Gamerscheck LP nenne, ne? Dann gucken vielleicht doch welche auf uns. Boah, Onkel, ey. Spiel. Was denn? Was ist denn los? Das ist so geil. Das ist so gut. Oh Gott. Hast du es jetzt gepostet eigentlich? In die Was habe ich denn gepostet? Ah ja, da unten. Hallo? Da. Ja, ich wollte nur wissen, ich bin jetzt hier drin, ich sehe dich jetzt so. Auch live. Ich heiße GamersCheckLP, wunderschön. Echt jetzt? Kann das sein, dass ich manchmal bei die... Was? Kann das sein, dass ich mal bei Dean Stream von Evil Within... Nenn ihn den Schweiger. Er meint, kann es sein, da ich mal bei dir einen Stream von The Evil Within gesehen habe? Das kann gut sein. Das kann sehr gut sein. Stimmt. Stimmt, daher kenne ich dich jetzt auch. Findet den Weg... Achso, wir sind schon im Spiel. Achso. Achso. Okay, wir sind hier im Spiel. Wundervoll. Ich dachte, das ist ja noch der Ladebildschirm. Okidoki, Müssen wir uns jetzt noch miteinander verbinden? Wer ist denn das da draußen? Hallo. Geht es euch gut? Oh, die lässt mich raus. Ich heiße Lyris. Die Lyris.
Til Schweiger. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Das muss der Kopf des Wurfs gewesen sein. Kann ich jetzt, müssen wir uns jetzt miteinander verbinden oder wie ist das jetzt? Ja? Also bei mir, ja, ich glaube schon, bei mir steht Seelenberaubt in Kalthafen. Habt ihr das auch? Das ist die Questaufgabe. Oh, die Questname. Haltet eure Waffe bereit und boah, ich bin ja gerade im Knast oder so. Das, boah, die Grafik ist echt episch. Alter Verfalter. Ich habe so Angst. Macht oh, ja. Ich kann boxen. Könnt ihr auch boxen? Nee, ich habe ein Schwert. Echt? Ich hab ein Schwert. Da ist jemand, guck gerade rein. Bist du das? Ne, ihr seid alle Männer, oder? Wir sind alles Männer. Ey, die rettet mich. Die klatscht mich hier raus mit der Axt. Ich verfolge erst mal Lyris. Was? Okay, man kann schon eine Gruppe machen. Ja, hol mich mal raus hier. Ich muss ja... Huch. Ja. Alter, warte. Seht ihr euch? Bleibt in Bewegung. Es sind nee, aber wenn er Onkel jetzt mal die Options-Taste drückt, geht ja Soziales. Ah, Soziales, okay. Soziales, Sprachnachricht, Aktion, Gruppe. Gruppen, aktuelle Gruppe, Gruppensuche, normal. Spieler einladen. Jo. Anfrage, Online-ID eingeben. Wie Online-ID? Jetzt muss ich euren Namen eingeben? Was ist das denn? Ja, Revano LP kannst du eingeben. Tu es. Du heißt nicht Revan LP. Hast vergessen? Ach so, ich muss dich ja in dem den Spielnamen. Nee, ich musste online. Ach so. Ja, wie heißt du im Spiel? Ich? Ja. Einfach nur Revano. Müsste ich heißen. Du musst doch wissen, wie du heißt. Okay, Revano, eine Anfrage. Warte, kann geschickt? Ich das nicht? Einfach nur Revano. Ja, und das müsstest du, konnte nicht gefunden werden. Benachrichtigung 2 habe ich, was heißt das? Ne, Begleitern, so. Upgrades. Und Blue Hunter heißt Blue Hunter, richtig? Nö. Tyrza, also T-Y-R-S-A. Was? Nachrichten. T-Y-R-S-A. Warum heißt du Tyrza? Ich hab einfach. Ich sehe euch beide. Das könnte kein Spieler mit dem Namen Tyrza. Ich denke mal, wir müssen erstmal aus der. Warte mal, ich kann euch einladen. Ich habe euch eine Einladung geschickt. Ach, guck mal hier. Ach, ich blöd, Mann. Ich schicke euch in Gruppe einladen. Ich schicke euch jetzt einfach mal eine Einladung raus. Ich habe doch schon geschickt. In Gruppe Einladung. So, bitteschön, ich habe euch eine Einladung geschickt. Option zum Antworten drücken. Ja. Bin ich jetzt drin? Ja. Richtigung. Onkel habe ich drin. Bin bei Onkel drin. Ich bin in dem Onkel drin. Onkel. Ja, also, so. Wir sind jetzt in einer Gruppe. Ach, stimmt, der Openseiter, ja. Ach, geil. Ach, ich weiß noch, damals auf PC die Beta, die wir getestet haben. Und, da war es echt übelst kompliziert, hier einen Spieler einzuladen. Nö, hier ist einfach nur drücken. Okay, treffen wir uns dann irgendwo draußen. Auf PC ist es beschissen, ja. Ja klar, aber wir müssen erstmal den Anfang machen. Aber ich kann spielen, ey Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Onkel, du mal. Spielen kannst? Ihr wisst, ihr könnt rennen, ne, wenn ihr gedrückt haltet, da den linken Stick.